Die geilsten Filme für Weihnachten? Ja, ganz klar. Stirb langsam, Gremlins und Batmans Rückkehr. Aber der Kalkurator kennt noch viel, viel mehr. Hey you, don't watch that, watch this. Kinder, es ist Weihnachten, die schönste Zeit des Jahres, um mal richtig in aller Ruhe Filme zu gucken. Und deswegen habe ich 10 geile Weihnachtsfilme für euch zusammengesucht. Jeden für nur 1 Euro. Und wer alle 10 nimmt, ja, bekommt die Hälfte sogar noch als Gutschein zurück. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, habe ich ja gesagt. Kommen wir zur Nummer 1, meinem absoluten Lieblingsweihnachtsfilm. Denn wir wissen ja, es ist nicht Weihnachten, bevor nicht Hans Gruber vom Nakatomi Tower gefallen ist. Das sagt auch mein Adventskalender. Das sieht man dann, ne? Das könnt ihr dann vergrößern, ne? Aber jetzt ist es ja soweit. Stirb langsam, Die Hard, das Original von 1988. Das ist dein Ende. Na, wo willst du dich jetzt verkriechen, Compagno, Für mich nicht nur einer der wundervollsten Weihnachtsfilme aller Zeiten, sondern vor allem auch einer der besten Actionfilme. Und dabei auch vollkommen stilprägend für seine Zeit. Denn Ende der 80er kannte man fast nur muskelbepackte Supertypen wie Stallone oder Schwarzenegger, die sich mit mehreren Maschinenpistolen gleichzeitig durch irgendwelche Städte ballerten. Das war im Grunde irgendwann langweilig und öde geworden. Aber hier bei Die Hard erlebten wir zum ersten Mal einen Superhelden, der eigentlich einer von uns war. Nämlich ein ganz normaler Typ, ein Cop aus New York, der jetzt nach Kalifornien, Los Angeles kommt, um dort seine Frau bzw. fast schon Ex-Frau Holly zu besuchen. Er befindet sich ganz oben im Nakatomi Tower, während plötzlich von unten eine Horde vermeintlicher Terroristen das Haus stürmt und einnimmt. Er ist der Einzige, der nicht entdeckt wurde und der nun versuchen muss, gegen diese 12 Terroristen anzugehen und die anderen Menschen zu befreien. Bruce Willis war bis dato eigentlich nur durchs Fernsehen bekannt, nämlich durch die Serie Moonlighting, das Model und der Schnüffler. Dies war sein erster Kinofilm, der ihn sofort in die erste Liga der absoluten Actionstars katapultierte. Dabei war er nur 6. Wahl, denn vor ihm fragte man sowohl Sylvester Stallone, Richard Gere, Mel Gibson, Burt Reynolds und Indiana Jones, Harrison Ford. Alle sagten ab. Bruce Willis bekam die Rolle und startete damit eine unfassbare Hollywood-Karriere. Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy? Yippie-yay, du Schweinebacke. Ein wirklich fantastischer und auch unglaublich spannender Actionfilm. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich ihn das erste Mal im Kino erlebte und wirklich mit schweißnassen Händen da saß und um das Leben von Bruce Willis bangte, vor allem wegen des Titels Stirb langsam. Ich rechnete wirklich damit, dass er vielleicht nicht überleben würde. Heute darf ich das natürlich spoilern, denn wir alle wissen, dass es inzwischen 4 weitere Fortsetzungen gab. Den zweiten kann man sich auch zum Heiligabend sehr gut noch einmal zu Gemüte führen, denn er ist auch noch sehr, sehr gelungen und vor allem auch äußerst weihnachtlich. Alle übrigens bei Maxdome erhältlich. Und falls noch jemand fragen sollte, ob es sich wirklich um einen Weihnachtsfilm handeln sollte, spätestens, wenn die Wertpapiere schneien und Vaughn Monroe Let it snow, let it snow, let it snow intoniert, dann sollte wirklich jedem das Herz aufgehen. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is... Okay, sollten wir allerdings auch kleine Kinder unter 16 Jahren im Hause haben, sollten wir vielleicht auch einen Film für die ganze Familie anbieten, nämlich die Muppets Weihnachtsgeschichte, The Muppets Christmas Carol von 1992, inszeniert von Brian Henson, dem Sohn des leider kurz zuvor verstorbenen Muppets-Erfinders Jim Henson. Die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, A Christmas Carol, um Ebenezer Scrooge, der von 3 Geistern der Weihnacht heimgesucht wird, ist ja schon endlose Male verfilmt worden. Aber seien wir ehrlich, niemals so gut wie hier mit den Muppets und Michael Caine als herzloser Turbokapitalist, für den nichts zählt, außer die absolute Gewinnmaximierung. Ja, irgendwie der reiche Sack in uns allen.
Besser wurde er nie verkörpert und die Muppets hat man selten ausgelassener erlebt als hier in dieser Weihnachtsgeschichte. Alle berühmten Muppets-Figuren sind dabei und zum ersten Mal sieht man Kermit und Miss Piggy endlich glücklich vereint als Ehepaar. Dazu jede Menge neuer Figuren, wie zum Beispiel Rizzo die Ratte oder vor allem auch Tiny Tim, das süße Kind von Kermit und Miss Piggy. Nicht nur der wahrscheinlich beste Muppets-Film, sondern natürlich auch noch eine hervorragende Literaturverfilmung. Also man tut auch noch etwas für die Bildung. Ein Weihnachtsfilm für wirklich die ganze Familie. Es wird viel gesungen und getanzt. Und wer am Ende nicht das eine oder andere Tränchen verdrückt, der ist wahrscheinlich kein Mensch, sondern doch nur eine herzlose Stoffpuppe mit einer fremden Hand im Hintern. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Lass uns Okay, wir bleiben bei süßen Knuddeltieren, allerdings wieder in der FSK 16-Version. Die Gremlins aus dem Jahr 1984 von Regisseur Joe Dante. Nach einem Drehbuch von Chris Columbus, der uns später Kevin allein zu Hause präsentierte, so wie auch Mrs. Doubtfire und die ersten zwei Harry Potter-Filme. Allerdings hauptsächlich als Regisseur. Einen richtigen fiesen Gremlin haben wir nicht. Scheiße, ich habe einen zu Hause, aber ich habe es jetzt vergessen. Billy bekommt zu seinem Vater einen wunderschönen, niedlichen, lebendigen Mogwai geschenkt. Aber es gibt drei Regeln, die es zu beachten gilt. Setze ihn niemals dem Lichte aus, lass ihn nie mit Wasser in Verbindung kommen und füttere ihn nicht nach Mitternacht. Und wir ahnen bereits, all das passiert natürlich. Was dazu führt, dass aus dem süßen Mogwai zahlreiche bösartige Gremlins werden. Na großartig, besten Dank. Entschuldige, was war in dem Glas? Nichts, nur Wasser. Warum macht er dann solche Geräusche? Diese Gremlins sind fies und gemein und haben nichts anderes im Sinn als absolutes Chaos und Zerstörung. Die Gremlins ist eine wunderbar niedlich fiese Weihnachts-Horror-Komödie und gleichzeitig auch eine herrliche Parodie auf das Spießertum der Menschen. Vor allem, wenn sich die Gremlins zusammenrotten, um besoffen gröhlend Chaos und Zerstörung zu verbreiten. Wichtig übrigens auch nochmal die Warnung. Auch wenn der Film so niedlich aussieht und der Mogwai dazu einlädt, ihn mit den kleinen Kindern gemeinsam zu gucken. Ich möchte nicht wissen, wie viel Traumata verursacht wurden von nichtsahnenden Müttern, die ihren Kindern diesen Film zur Weihnacht mit nach Hause brachten und dann zusehen mussten, wie sie die heulenden Kinder ins Bett bekommen. Nie gab es wohl einen schöneren Film zum Fest, wo sich Kitsch und Splatter die Hände reichen. Jetzt aber doch vielleicht noch ein Film für die ganze Familie. Denn eins ist klar, für mich gehört seit meiner Kindheit zum Weihnachtsfest immer mindestens ein echter Walt Disney-Klassiker. So. Entschieden habe ich mich aus reiner Nostalgie für einen meiner allerersten Kinofilme. Und meines Wissens nach auch einer der wenigen Disney-Klassiker, die bisher noch kein Live-Action-Remake erhalten haben. Obwohl es wohl in Arbeit sein soll. Ich meine natürlich die Aristocats. Paris 1910. Eine adlige Dame möchte ihrer Katze Duchesse und ihren drei Kindern ihr gesamtes Vermögen vermachen. Ihr Butler Edgar erfährt davon und ist stinksauer, dass er nichts bekommen soll. Und entschließt sich, die gesamte Katzenfamilie verschwinden zu lassen und irgendwo weit vor der Hauptstadt auszusetzen. $1,000 und ich Millionär. Die Katzen müssen weg. Vollkommen allein und ohne eine Ahnung, wo sie sich befinden oder wie sie wieder nach Hause kommen sollen, treffen sie auf Abraham De Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. Ein Straßenkater. Unterstützt auf diesem spannenden Roadtrip werden sie nur noch von der Maus Roquefort und treffen dabei auf eine wilde Jazz-WG, die Swinging Cats. Nee, heißen die Swinging Cats? Die Swingies, einer zügellosen Jazz-WG, die von Duchesse und ihren Kindern Marie, Toulouse und Berlioz sowie dem alten Kumpel Thomas O'Malley besucht werden und wo es zu einer wirklich einmaligen Jazz-Session kommt. Lieben gern mal Kätzchen sein,
ein falscher Akkord und du gehst über Bord. So was Thomas O'Malley sollte übrigens getigert sein. Da man aber mit dem Tiger Shere Khan zuvor im Dschungelbuch schlechte Erfahrungen bei der Animation gemacht hatte, da sie sehr aufwendig und sehr teuer war, entschied man sich am Ende dann doch für das einfarbige Fell. Die Aristocats sind übrigens kein Animationsfilm, wie wir ihn aus dem Computer kennen, sondern wirklich noch ein klassischer, altmodischer Zeichentrickfilm. Hat dadurch aber seinen ganz besonderen Charme und für viele ein Trip in die Vergangenheit bzw. in ihre Kindheit. Daher wird vielen das Herz aufgehen, wenn sie die wunderbare Stimme von Edgar Ott wieder hören, der hier den Thomas O'Malley spricht und den wir natürlich auch als Baloo aus dem Dschungelbuch kennen. Und natürlich auch Klaus Hafenstein. Hier als, wie heißt die Katze? Als Swingy, ne? Als Leadsänger der Jazz-WG Swingy, den wir alle bereits als King Louis im Dschungelbuch bewundern durften. Die Aristocats, wirklich ein Film für die ganze Familie. O'Malley! O'Malley? O'Malley? Hör ich richtig? Der Krümel sagt die Wahrheit. Ach, natürlich habe ich die Wahrheit gesagt. Und weiter geht's mit Batmans Rückkehr. Und ja, auch das ist ein klassischer Weihnachtsfilm. Beziehungsweise spielt er zu Weihnachten. Also, wenn man sich jedenfalls Weihnachten mal so vorstellen möchte wie Tim Burton. Das heißt, schön gothic, gruselig, düster und abgefahren. Klar, nach dem Riesenerfolg des ersten Batman-Films musste auch ein zweiter her. Und so entstand Batman Returns im Jahr 1992. Noch mehr Tim Burton-like, noch düsterer und noch ernsthafter als sein Vorgänger. Weihnachten in Gotham City. Schöner und abgefahrener haben wir das Fest wahrscheinlich noch nie erlebt. In unvergleichlichen Filmsets voll spektakulärer Düsternis. Neben Original-Batman Michael Keaton hier zum zweiten Mal mit einem fantastischen Cast. Allen voran natürlich Michelle Pfeiffer als tragisch-erotische Catwoman in schwarzem Lack und Leder. Sei sanft, ich tue es das erste Mal. Die wahrscheinlich beste Catwoman aller Zeiten. Neben ihr der ebenso fantastische Christopher Walken, der nach seinem Auftritt als Oberschurke im Angesicht des Todes bei James Bond als Max Zorin hier jetzt als Max von Schreck agieren durfte. Schüchtern Sie mich ein. Machen Sie mir Angst, wenn es Sie befriedigt. Ich meine, Sie können mich ja nicht einfach umbringen. Ehrlich gesagt, kann ich das durchaus tun. Und natürlich nicht zu vergessen, der einmalige Danny DeVito in seiner Traumrolle als wunderbar ekelhafter Oswald Cobblepot bzw. der Pinguin. Ich heiße Pinguin! Ich bin kein menschliches Wesen! Nein, ich bin ein Tier! Kaltblütig! Neben dem ersten Batman von Tim Burton, der definitiv beste Batman der 90er bis in die 2000er, als Christopher Nolan dann die Regie übernahm. Leider war Michael Keaton kein drittes Mal dabei. Wir wissen, später übernahm Val Kilmer das Cape, am Ende sogar George Clooney mit Robin und mit Nippeln. Sollte man aber besser das Cape des Schweigens drüber hüllen. Ein fantastischer Superheldenfilm, der vor allem auch in seiner weihnachtlichen Düsternis ganz großen Spaß macht. Ja, vielleicht nicht für die ganz kleinen Kinder zu empfehlen, die sollten vielleicht ein zweites Mal Aristocats gucken. Für die Erwachsenen aber auf jeden Fall ein opulentes Fest für die Sinne. Und für mich, auch wenn der Film gegen Ende vielleicht ein wenig zerfasert, immer noch einer der besten Batman-Filme aller Zeiten. Also es gäbe noch viel, aber wir wissen, wir müssen uns kurz halten. Es gibt so viele Geschichten. Kommen wir nun von Gotham City nach Hollywood und von Batman zu Iron Man bzw. Robert Downey Jr., bevor er wusste, dass er einmal zu Iron Man werden würde. Begleitet von Batman Forever, Val Kilmer. Kiss Kiss Bang Bang, eine irrwitzige und temporeiche Mischung aus Film Noir und Krimi-Parodie aus dem Jahr 2005. Wo ich wohne, komm schon, es ist unmöglich. Ist doch total verrückt, die Hintertreppe.
Nach einem Buch von Shane Black, der hier auch zum ersten Mal die Regie übernahm. Quasi als Comeback, nachdem er nämlich in den 80ern mit der Lethal Weapon-Reihe und Last Boy Scout zu einem wahren Superstar im Drehbuchbusiness geworden war, dann aber allerdings eine kurze Zeit unter dem sogenannten Writer's Block gelitten hatte, nun allerdings nach Hollywood grandios und mit einem Paukenschlag zurückkehrte. Nach Kiss Kiss Bang Bang befand er sich auf jeden Fall wieder voll in der Spur und durfte dann später mit Iron Man 3, erneut natürlich mit Robert Downey Jr. und den Nice Guys neue Höhen des Ruhms erschwingen. Ich überlege gerade, was man noch von der Handlung, also oder ob man, wie man, was man dazu sagen kann, aber es ist alles so kompliziert und so schwierig. Die Handlung an sich ist gar nicht so wichtig. Einerseits, weil sie so absurd ist, dass man ihr eh nicht komplett folgen kann. Und zweitens, weil es viel interessanter ist, auf welch großartig Weise sich Hollywood hier selbst auf die Schippe nimmt. So wurde es nur benutzt, um Colin Farrell um ein paar Millionen zu drücken. Tut mir leid, Alter, so ist das. Ich will dich nicht länger anlügen. Ich würde es ja verstehen, wenn du mir eine miese Tucke... Unbedingt erwähnt werden sollten auch die vielen großartigen Charaktere, wie zum Beispiel der Privatdetektiv Gay Perry. Übrigens der erste offen homosexuelle Star in einem großen Actionfilm, gespielt von eben jenem Batman Will Kilmer. Val Kilmer persönlich. Da kannst du ein Bild drüber legen, ne? Kein großer Hit an der Kinokasse, dazu war der Film einfach zu selbstironisch und zu clever. Bekam dafür aber bei der Welturaufführung in Cannes Standing Ovations. Nicht nur an Weihnachten wunderbar und eine wahre Entdeckung für alle, die ihn noch nicht kennen sollten. Kiss Kiss Bang Bang. Mit übrigens einem wunderschönen Lied von Robert Downey Jr. persönlich gesungen im Abspann. Also deswegen nicht zu früh ausschalten. Vielen Dank, ganz ehrlich. Und jetzt geht's. Back da. Love in these modern times. So, jetzt aber Schluss mit der Selbstironie, zurück zum klassischen Hollywood-Kino. Agenten sterben einsam. Im Original Where Eagles Dare, was so viel heißt wie Wer die Götter herausfordert. Mit Clint Eastwood und Richard Burton aus dem Jahre 1968. Ein ganz großer Klassiker des Agentenfilms mit einem unfassbar stimmigen Setting. Spielt zwar nicht zu Weihnachten, aber dafür schneit es andauernd. Und einem fantastischen Soundtrack von Ron Goodwin, der uns vorher übrigens schon das Miss Marple-Thema und auch die unglaublichen Männer in ihren fliegenden Kisten beschert hatte. Clint Eastwood hatte gerade kurz zuvor mit für eine Handvoll Dollar seine Weltkarriere gestartet. Superstar Richard Burton war gerade eher dabei, seine zu beenden. Hatte zuvor einige nur mittelmäßige Erfolge mit seiner damaligen Ehefrau Elizabeth Taylor gedreht und wollte nun unbedingt endlich einmal in einem richtig amtlichen Actionfilm dabei sein. Eine große Herausforderung für alle waren übrigens nicht nur die Action-Szenen und der beschwerliche Dreh in den Alpen, sondern auch... Entschuldigung, nur nochmal, ist er auch in den Alpen gedreht? Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nicht Scheiße erzähle. Ich sag mal einfach nur in den Bergen. Eine große Herausforderung für die gesamte Crew waren übrigens nicht nur die Action-Szenen und die beschwerlichen Dreharbeiten in den Bergen, sondern vor allem auch Richard Burton, der als Berufsalkoholiker nur äußerst selten nüchtern am Set erschien und einmal sogar für ganze 6 Tage zu einer privaten Sauftour mit seinen Kumpels Richard Harris und Peter O'Toole verschwand, ohne jemandem vorher Bescheid zu geben. Für mich auf jeden Fall einer der spannendsten und besten World War II-Filme aller Zeiten. Mit mehr überraschenden Wendungen und Twists in der Story als so mancher Psychothriller. Kurz gesagt, ganz großes Action-Monumental-Kino für die Festtage, das man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Nach so viel Action und Farbe ist es jetzt auch mal Zeit für einen Klassiker in Schwarz-Weiß. Nämlich Billy Wilders Meisterwerk Das Apartment mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine aus dem Jahr 1960. Der kleine Versicherungsangestellte Cece Baxter besitzt nicht viel, allerdings einen Schlüssel zu einem New Yorker Apartment, das von seinen Vorgesetzten sehr gern als geheimes Liebesnest für Seitensprünge benutzt wird. Legen Sie den
den Schlüssel hin. Wofür ihm in regelmäßigem Abstand eine satte Beförderung in Aussicht gestellt wird. Als er jedoch eines Abends in sein Apartment zurückkehrt und dort Fran Kubelik, die Fahrstuhlführerin der Versicherungsanstalt, vorfindet, übrigens auch seine heimliche Liebe, die dort in seiner Wohnung versucht hat, Selbstmord zu begehen, da muss er sich entscheiden, wie lange er diese Farce noch weiter mitspielen will. Der Film spielt zwar 1960 ohne große Technik, ohne Handy, in Schwarz-Weiß und zu einer Zeit, als Fahrstuhlführer noch als Vollzeitberuf galt, ist aber dennoch immer noch allgemein gültig und aktueller denn je. Vorsehen bitte, ab geht die Post. Denn die Unmenschlichkeit der Arbeitsbedingungen und des Wohnens sowie die Unterdrückung des kleinen Arbeiters durch seine Vorgesetzten in der Hoffnung, daraus irgendwann einmal einen Vorteil ziehen zu können, das wird wohl leider auf ewig aktuell bleiben. Ich war froh, dass ich das einmal geschafft habe, das sage ich dir. Mach nie nochmal. Wie schon erwähnt, vielleicht der beste Film von Billy Wilder, der 5 Oscars einheimsen konnte. 3 davon für Billy Wilder persönlich, nämlich für das beste Buch, die beste Regie und den besten Film. Und das mehr als verdient. Auch wenn einiges in Das Apartment heute ein klein wenig angestaubt wirken mag, so handelt es sich doch um eine klassische, ewig gültige Liebesgeschichte, die auch heute einen jeden berühren kann. Eine absolute Empfehlung von mir, die von Herzen kommt. Ja, so ist doch schön. Das darf man zu Weihnachten doch ruhig mal gönnen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der monochromen Welt ist es nun wieder Zeit für jede Menge Farbe vor fantastischen, exotischen Kulissen. Und die Weihnachtszeit ist auch immer das Richtige für einen klassischen, wunderbaren, altmodischen Krimi. Was gäbe es da Besseres als Tod auf dem Nil nach dem gleichnamigen Roman von niemand Geringerem als Agatha Christie? Wir haben im Angebot allerdings nicht die Erstverfilmung mit Peter Ustinov, sondern das brandneue Remake aus dem Jahr 2022 mit Kenneth Branagh als Hercule Poirot, der gleichzeitig auch die Regie übernahm. Es geht um die klassischen Themen. Große Liebe, Eifersucht, Intrigen, Reichtum und natürlich Mord. Ein klassisches Whodunit. Und wer Agatha Christie kennt, der weiß, jede Form von Krimi, jede Art der möglichen Auflösung, jeder Plot-Twist, der je geschrieben wurde, wurde das allererste Mal von ihr erdacht. Und so hat man auch bei Tod auf dem Nil vielleicht den einen oder anderen Moment, wo man denkt, okay, ja, hab ich auch schon mal so oder so ähnlich gesehen. Allerdings muss man dabei immer bedenken, Agatha Christie hat es erfunden. Die Geschichte von Tod auf dem Nil folgt eigentlich dem klassischen Roman wie auch der ersten Verfilmung, außer dass man sich hier doch noch ein paar Freiheiten und zusätzliche Plot-Elemente gegönnt hat, wie zum Beispiel eine kleine persönliche Geschichte von Hercule Poirot aus dem Ersten Weltkrieg und wie es zu seinem exorbitanten besonderen Schnurrbart kam. Der in der Version von Kenneth Branagh allerdings schon ein wenig übertrieben und gewöhnungsbedürftig sein könnte. Denn hier erinnert er nicht an das eigentlich handgezwirbelte Original von Poirot, sondern vielleicht doch eher an den überbordenden Schnauzbart von Kurt Russell in The Hateful Eight. Die Erstverfilmung mit Peter Ustinov mag vielleicht ungeschlagen sein, aber Kenneth Branagh ist es dennoch gelungen, eine wirklich leicht modernisierte, farbenprächtige und hochunterhaltsame Version von Tod auf dem Nil auf die Beine zu stellen. Auch hier wieder mit einem grandiosen Cast, allen voran Gal Gadot, alias Wonder Woman, wie auch Russell Brand oder Annette Bening. Wer mal wieder Lust auf einen richtigen klassischen Whodunit-Krimi alter Schule hat, der ist mit Tod auf dem Nil auf jeden Fall allerbestens bedient. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Ja, wir sprechen natürlich von meiner absoluten Lieblingsfamilie, die am Ende dieser grandiosen Angebotsvielfalt natürlich nicht fehlen darf. Die Addams Familie. Ja, ich muss es zugeben, ich
liebe sie. Vor allem die klassische Fernsehserie aus den 60ern, aber auch die Kinoversion von Barry Sonnenfeld aus dem Jahr 1991. Eine Familie, die man einfach lieben muss. Die Mutter Morticia Adams, hier gespielt von Angelica Houston, die Rosen züchtet, allerdings ohne Köpfe, denn sie züchtet nur die Dornen. Der Vater Gomez, der mit großem Spaß in seinem Hobbykeller Modelleisenbahnzüge in die Luft sprengt. Der frankensteinhafte Butler Lurch und natürlich auch die beiden wunderbaren Kinder Pugsley und Wednesday Adams, hier gespielt von Christina Ritchie. Nicht zu vergessen, selbstverständlich auch die helfende Hand des Hauses, das eiskalte Händchen alias Thing. Viele jüngere Menschen haben ja vielleicht Wednesday Adams gerade durch die neue Serie von Tim Burton, Wednesday, auf Netflix kennengelernt und sich gewundert, aus welcher Familie sie wohl kommen mag. Nun, hier ist die Antwort aus der Adams Family. Die Story ist eigentlich Nebensache. Es kommt nur darauf an, wie die Charaktere mit der, in Anführungsstrichen, normalen Welt interagieren. Denn die Addams Family ist in Wirklichkeit eine Comicserie, die immer dazu gedacht war, der etwas spießigen, normalen Welt den Spiegel vorzuhalten. Das Haus sieht aus wie ein Gothic-Tempel. Sie lieben es, im Mondlicht zu baden oder über Friedhöfe spazieren zu gehen. Sie lieben alles Morbide und Düstere. Aber dabei sind sie herzensgute Menschen. Kommt zum Beispiel einmal ein Einbrecher vorbei, geht Gomez einfach zu seiner Schublade und holt eine Handvoll Bargeld für ihn heraus. Ja, die Adams sind herzensgut und sie lieben die Menschen. Nur die Menschen lieben nicht sie. Und das ist das Wunderbare und Liebevolle an der Adams Family. So, und das waren sie auch schon, meine 10 perfekten Filme für die Weihnachtszeit. Alle jetzt erhältlich bei Maxdome für jeweils nur 1 Euro. Und wer sich alle 10 gönnt, bekommt direkt die Hälfte als Gutschein zurückerstattet, um gleich weiter gucken zu können. Na, ist das ein Angebot? Also dann, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal beim Kalkurator und bei Maxdome. Ho, ho, ho und tschüss. Watch this.